Hallo Leute, hier ist der Stefan von Outdoor Chiemgau. Dies ist jetzt der zweite Teil zu dem Video. Bitte den ersten Teil vorher anschauen. Gebe ich euch dort oben, wer noch nicht gesehen hat, weil sonst versteht ihr jetzt gar nicht, um was es geht. Um was geht halt? Zum einen geht es darum, was fordere ich von der Regierung? Was könnten die jetzt mal Sinnvolles tun? Und das zweite ist, wie könnt ihr hier auf dieses Schreckensszenario, anders kann man es ja fast nicht sagen, das sich hier anbahnt, vorbereiten. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Fangen wir mal an, was fordere ich tatsächlich jetzt von der Regierung, was sollten die tun? Und einen Teil haben sie schon gemacht. Das erste ist natürlich, alles was irgendwie Strom produzieren kann, am Netz zu lassen. Also keine Kohleabschaltung, keine Atomkraftabschaltung etc. Alles, was irgendwie Strom produzieren kann, dran lassen. Allein müsst ihr euch mal überlegen, diese drei Atomkraftwerke bringen durchgängig den Strom sicher für 10,5 Millionen Haushalte. Und Leute, wenn kein Gas mehr kommt, haben wir das Szenario, dass im Januar bereits viel zu wenig Strom da ist und wir Haushalte abschalten müssen, dann ist es ein großer Unterschied, ob 10 Millionen Haushalte zusätzlich abgeschalten werden müssen oder eben die weiterhin Strom haben. Das nächste Problem ist, dass natürlich, gerade wenn wir jetzt am 31.12. abschalten und im Januar dann keinen Strom mehr haben, dann fehlt vielleicht auch der Strom für die Atomkraftwerke. Die Gefahr ist aber noch lange nicht vorbei, wenn man die abschalten. Man muss die bis zu 5 Jahre lang weiterkühlen. 5 Jahre, dazu habe ich mal ein Video gemacht, Super-GAU durch Atomkraftausstieg. Und genau da laufen wir jetzt gerade drauf zu, weil die müssen dann ja mit den Notstromaggregaten weitergefahren werden. Und da ist die Frage, reicht der Diesel, funktionieren die Notstromaggregate überhaupt und. Da wird ja nicht mehr so viel investiert, wenn ich weiß, ich schalte noch alles ab. Das heißt, allein aus diesem Grund, aus dem Sicherheitsaspekt, dass ich keinen Super-GAU in Deutschland haben will, fordere ich, dass die weiterlaufen. Plus die 10,5 Millionen Haushalte, die dann halt durchgängig weiter Strom haben und nicht abgeschaltet werden müssen. Die nächste Regelung betrifft unsere kleinen Wasserkraftwerke. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Wasserkraft war für mich immer die natürlichste, die wenigste CO2-produzierende Stromquelle überhaupt, die auch relativ konstant läuft. Super Geschichte, neue Regelung. 90% unserer Wasserkraftwerke müssten schließen, weil sie nicht mehr gefördert werden. Wir leben im völligen Irrsinnstaat. Ja. Von 8.300 Anlagen, die wir haben, reden wir von 7.200 Anlagen, die wegfallen. Die ganzen kleinen unter 500 Kilowatt. Da kommt dann das Argument, ja, die produzieren ja nur 87 Megawatt. Das produzieren die 24 Stunden rund um die Uhr, nicht nur wenn der Wind geht, nicht nur wenn die Sonne geht. Und das reicht für 220.000 Haushalte. Wenn wir zu wenig Strom haben, dann schalte ich nochmal 220.000 Haushalte ab. Ohne Grund, ohne Sinn, ohne Verstand. Das heißt, auch das muss definitiv, die produzieren Strom und wir brauchen jede Megawattstunde. Uns wird erzählt, wir müssen kalt duschen, um hier ein paar Kilowatt einzusparen und dann kriegen wir 87 Megawatt Dauerleistung. Die dritte Forderung, die ich habe, und die muss ich einfach weiter ausholen. Es interessiert mich, wenn ich schon unser Wirtschaft opfern muss, einen Haufen Millionen Arbeitslose zusätzlich habe, denen wo es dann scheiße geht, dann will ich auch wissen, ob diese Sanktionen, die wir da machen, und ich rede jetzt hier nur mal von Öl und Gas, nicht von den anderen, das ist ein ganz anderes Thema, ob die tatsächlich auch wirken. Das ist einfach mal was, was wir uns anschauen müssen. Und deswegen hat mich einfach mal interessiert, wo genau kommt denn eigentlich unser russisches Gas her und wie kommt es nach Deutschland? Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Seit mich hat ja jetzt tatsächlich interessiert, wo kommt es denn genau her und wie schauen die ganzen Pipelines aus. Und deswegen gehen wir auf Global Energy Monitor. Und ihr seht es mal, unser Gas, also hier ist Nord Stream 1, das geht dann hier so hoch. Und aus diesem Gebiet hier aus Russland kommt hauptsächlich unser Gas. Und ihr seht es, Putin könnte also jetzt hergehen, könnte sagen, okay, dann liefern wir das Gas da runter über Kasachstan bis nach China. Oder in ganz, ganz viele andere Länder. Das heißt, er kann unser Gas jetzt auch andere verkaufen. Die Möglichkeit hat er also technisch gesehen. Schauen wir uns mal an, wo unser Gas herkommt. Also hier, unser Gas geht hier quasi runter. Machen wir das mal ein bisschen größer. Ups, dann geht es hier Leningrad. Und hier oben passiert Folgendes. Hier oben geht das Gas dann an Nord Stream 1. Und hier oben geht es an Nord Stream 2. Und bis dahin ist es exakt das gleiche Gas.
Dann geht Nordstream 1 hier oben, da kämen die relativ zusammen und kämen an der gleichen Stelle bei uns in Deutschland an. Das heißt, ich habe ja letztes Mal vermutet, dass Nord Stream 2 rechts liegt. Ich bin falsch gelegen, denn hier biegt ja das Gas nach rechts ab zur Nord Stream 1 und nach links zur Nord Stream 2. Also das kann es auch nicht sein. Bis vor kurzem haben hier ungefähr 1,6 Terawattstunden, das sind roundabout 160 Millionen Kubikmeter Gas durchgeflossen. Und jetzt gehen aus technischen Gründen, kann ich es dort oben nicht mehr drüber leiten. Das heißt, jetzt kann man hier oben nur noch 70 Millionen Gas durchleiten. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wir haben 160 Millionen Kubikmeter bestellt, kriegen aber nur noch 70. Warum leiten wir die anderen nicht über die zweite Leitung drüber, dass wir wieder unsere 170 haben? Also wir haben jetzt gesehen, der Startpunkt ist der gleiche, der Endpunkt ist der gleiche. Wir hätten die Möglichkeit, dass wir diese 160 Millionen Kubikmeter Gas, die wir brauchen, um unsere eigenen Gesetze zu erfüllen, dass wir über die 90% Speicher kommen, haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Leitung ist defekt und wir haben einen Ersatz und könnten eine zweite Leitung hier nutzen. Denn Nord Stream 2 ist ja der gleiche Startpunkt, gleiche Endpunkt. Und ich habe mir sogar angeschaut, ob das Gas vielleicht irgendwie schlechter wird, als die Materialien haben. Es besteht aus dem gleichen Material, gleiche Bauart. Also kann man jetzt einen logischen Grund nennen, ich betone einen logischen, warum wir das nicht machen sollen und als Ersatz für Nord Stream 1 jetzt Nord Stream 2 nehmen sollen. Und ich betone einen logischen, keinen ideologischen. Ich bin ein logisch denkendes Wesen, mich interessieren Ideologien null und nada und gar nichts, das interessiert mich nicht. Also wenn jemand eine logische Erklärung hat, weil es kann auch nicht das sein, was ich letztes Mal gesagt habe, dass die Leitung rechts geht, denn wenn man in Gasrichtung schaut, ist Nord Stream 1 rechts und das wäre sogar links. Ich habe dann auch genau dieses Thema vor kurzem diskutiert und als Antwort habe ich dann gehört, wo ich gesagt habe, wir müssen Nord Stream 2 als Ersatz für Nord Stream 1 aufmachen. Damit unterstützen wir Putin. Ich bin ziemlich schlagfertig. Aber das war der Punkt, wo ich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Ich habe dann gedacht, der macht einen Scherz und habe dann laut zum Lachen angefangen. Aber an seinem Blick habe ich gesehen, es war wahrscheinlich nicht das Richtige. Ich verstehe es nicht. Putin liefert jetzt nur 70 Millionen Kubikmeter Gas am Tag. Vorher waren es 160 Millionen Kubikmeter, weil wir aus technischen Gründen Nord Stream 1 nicht mehr nutzen können. Jetzt ab 11. liefert er auch auf Nord Stream 1 gar nichts mehr und wir nehmen Nord Stream 2 nicht her, weil wir damit Putin unterstützen. Der kriegt ja vielleicht mehr Kohle dadurch. Auch das ist es nicht. Also erklärt mir mal bitte, was der Unterschied ist. Dann hat ein linker Politiker genau das gefordert wie ich. Dann ist der von den Reporter aber zur Sau gemacht worden. Und dann hat sogar ein Jens Spahn hat dann so gesagt, da sieht man gleich, welches Geisteskind der ist. Das ist ein Russenversteher und was weiß ich. Ja, welches Geisteskind, der denkt halt nur logisch. Wenn die eine Leitung zu ist, dann nehme ich halt das gleiche Gas aus der anderen Leitung. Es ist mir doch scheißegal, ich brauche es. Und aus welcher Leitung das kommt oder ob das jetzt aus 10 Pipelines kommt, das interessiert mich doch gar nicht. Das ist mir wurscht. Ich brauche den Scheiß. Wir brauchen den Scheiß. Sonst geht hier alles den Grambach runter. Leute, ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin ja logisch denkend, ich bin Mathematiker und ich rechne halt einfach Sachen nach und wie gesagt, Ideologie interessiert mich in keinster Weise. Putin hat mittlerweile andere Abnehmer gefunden. Ihr seht, diese Pipeline, habe ich euch ja gesagt, geht bis nach China, also er kann sein Gas da drüber bringen. Mittlerweile ist es so, dass der Euro so abgestürzt ist, der Rubel so gestiegen ist, dass der Rubel 40% plus gemacht hat gegenüber dem Euro. Das heißt, Putin kann jetzt bei uns günstiger einkaufen. Und erzählt mir nicht, wir haben Sanktionen, der kann nichts mehr einkaufen. Ich habe gerade mit der Firma gesprochen, die haben gesagt, sie haben ein Werk in Slowenien, jetzt wird halt aus Russland dort eingekauft. Der macht es dann über irgendwelche Scheinfirmen, das kriegen wir gar nicht mit. Das ist bei jeder Blockade schon immer so gewesen, das wird sich auch nicht ändern. Es ist jetzt für ihn ein bisschen umständlich, er muss vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Okay, aber er kriegt jetzt im Endeffekt 40%, er kann jetzt 40% mehr einkaufen als vorher. Man sieht das auch zum Beispiel, Megadeal, Indien kauft russische Öl und verkauft es teuer nach Europa. Die haben also wirklich dann Öl gekauft, jetzt ist die indische Regierung da drauf gekommen.
und hat das jetzt gesperrt, weil die sagen, wir haben ja selber viel zu wenig und unsere Industrie verkauft es nach Europa, sauteuer zum vierfachen Preis. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil das kriegen wir dann auch nicht mehr. Die Türkei macht übrigens momentan auch nichts, sondern die kaufen momentan Öl und Gas, wie sie es noch nie eingekauft hat bei Putin. Und das Problem ist aber, der Gaspreis war ja teilweise 150% mehr als normal, jetzt ist er 70% mehr. Das heißt, wenn ich sage 70% mehr Gaspreis und der Rubel ist 40% höher gegenüber dem Euro, ja Freunde, dann muss ich noch nicht einmal ein Drittel von dem Gas verkaufen wie bis jetzt. Das heißt, ich kann meine Kosten senken und mein Gewinn bleibt gleich. Oder ich verkaufe vielleicht sogar die Hälfte und verdiene jetzt wesentlich mehr Geld, das Putin hernehmen kann, um damit Waffen zu kaufen und damit in der Ukraine Menschen zu töten. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ich fühle mich dabei nicht gut. Und das ist genau das, was momentan passiert. Putin verdient sich dumm und dämlich an unserer Blockade. Nur wir bezahlen das Doppelte, das Dreifache von vorher. Logisch? Ideologisch? Das heißt, ja, wir haben Sanktionen, die deren Russland definitiv weh mit Hightech, die muss er mords umgehen und kriegt er natürlich nicht in den Massen, wie er es bis jetzt gekriegt hat. Das tut ihm weh, aber unser Gas- und Ölembargo ist definitiv eine Luftnummer. Ganz im Gegenteil, das hilft Putin bei seinem Krieg in der Ukraine. Aber wir gehen dabei hops. Also deswegen fordere ich sofort als Ersatz für Nord Stream 1, Nord Stream 2 sofort zum öffnen, weil ich in keinster Weise bereit bin, dieses Land, diese Wirtschaft, unser Leben für eine Ideologie, die leider das Gegenteil bewirkt von dem, sie war gut gemeint, bewirkt aber aktuell das Gegenteil von dem und dann haben wir ein Problem. Und wenn Putin sagt, ihr habt mich genug geärgert, ihr kriegt gar nichts mehr und nach der letzten Konferenz, was ich da gesehen habe, schaut es danach aus. Dann reicht es nicht mal im Strom für uns alle. Vor allem, wenn wir noch die Atomkraftwerke abschalten. Modell Schweiz, habt ihr euch schon vorgestellt, 4 Stunden Strom, 4 Stunden keine Strom, 4 Stunden Strom. Ich glaube nicht, dass das technisch umsetzbar ist, weil da bei jedem Mal umschalten die Gefahr eines Blackouts kommt durch Kaskadeneffekte. Aber okay, vielleicht ist es dann bei uns so, heute Süden abschalten, morgen Norden abschalten, übermorgen Osten abschalten etc. Weil schlichtweg nicht reicht. Es gab schon vor dieser Gaskrise folgende Schlagzeile. E.ON-Chef warnt vor kontrollierten Stromabschaltungen. Der Vorstandsvorsitzende der Energieversorgers E.ON warnt, dass künftig ganze Städte kurzerhand der Strom abgestellt werden könnte. Das war vor der Gaskrise, Freunde. Das ist jetzt noch viel, viel, viel schlimmer. Der nächste Punkt ist, es werden natürlich bei denen, die jetzt eine Gasheizung haben oder Fernwärme, die mit Gas heizt, da werden einige abgeschaltet werden müssen, weil das Gas hinten vor nicht reicht. Wenn wir kein Gas mehr liefern, laut den Berechnungen von der Bundesnetzagentur und meine, fehlen 40% unseres Gases. Ich kann nicht die ganze Wirtschaft abschalten, sonst haben wir nichts mehr zum Fressen. Das heißt, ich muss private Haushalte abschalten. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Es wäre in Hamburg schon aus technischen Gründen nicht überall möglich sein, im Falle einer Verknappung von Gas zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden, sagt er der Zeitung. Das ist das Problem, Freunde. Das geht technisch gar nicht, dass ich sage, die Haushalte haben weiter Gas und die Gewerbe nicht. Weil das gar nicht geht. Die haben ja teilweise ineinander mit den gleichen Leitungen. Es funktioniert nicht. Das Problem ist aber, wenn bei einer Gastherme einmal zu wenig Gas ankommt, dann geht in den Störbetrieb aus Sicherheitsgründen. Und den Störbetrieb kann nur Fachpersonal wieder entstören. Das heißt, wenn in Hamburg mal, keine Ahnung, 100.000 Häuser ohne Gasheizung haben, dann muss da ein Techniker kommen und muss bei 100.000 das Knöpferle drücken, weil wir das selber nicht kennen. Also für Gastechniker haben wir aber nicht Installateure, die das machen könnten. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und den muss man auch noch berücksichtigen bei dem Ganzen. Die Gaspreise, wenn zu wenig Gas da ist, werden explodieren. Ich habe es ja schon mal gesagt, von 150 Euro ist sein Gasabschlag auf 500 Euro gestiegen. Der wird halt dann auf 1000 Euro steigen, auf 1500 Euro. Wer kann sich das noch leisten im Monat? Das heißt, allein aus diesem Grund werden schon viele abgeschaltet werden, weil unser Kanzler Scholz ja bereits gesagt hat, es ist gar nicht möglich, dass man für alle einen Deckel drauf macht. Wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können. Ich glaube, so viel Wahrheit gehört dazu. Das kann kein Staat der Welt, das können auch wir nicht. Und nach dem Paragraph 24 in dieser neuen Regelung, die jetzt in Kraft tritt, dann ist es ja so, dass euer Versorger, ihr habt einen langfristigen Vertrag, ihr sagt, ach, ich habe erst abgeschlossen, ich habe jetzt 3 Jahre mehr Ruhe. Scheißdreck. Die ganzen Altverträge dürfen gekündigt werden.
Weil es geht ja gar nicht mehr, der kauft ja teure Eier, als er euch verkauft. Das heißt, die ganzen Gasbetreiber etc. würden ja pleite gehen. Die werden wir jetzt ein bisschen stützen und dann werden wir irgendwann diesen Paragraph 24 ziehen und dann zahlt sie einfach alle mehr aus. Und das für eine Ideologie, die rein mathematisch genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie soll. Deutschland 2022.